Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warplanes. Es gibt mal wieder ein kleines Update von mir und ich wollte euch vor allen Dingen sagen, vielleicht der ein oder andere hat Warplanes jetzt in den letzten Tagen nicht gespielt. Es gibt ab morgen wieder ein neues Event, da könnt ihr euch in Stufe 5 Premium Flieger erspielen. Da braucht ihr mindestens Stufe 4 Flieger der Russen, der Amerikaner und der Briten. Und ich habe mir jetzt infolgedessen oder in Vorbereitung darauf dann mich hier so ein bisschen mal bei den anderen Nationen umgesehen. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich nehmen sollte. Ich habe jetzt einfach hier mal, also Moment, nochmal von vorn. Also ich spiele ja hier die Jagdreihe runter und das sind ja eher Kurvenkampfjäger. Da dachte ich mir, okay, dann nimmst du hier auf jeden Fall bei den Amerikanern was anderes und ich dachte mir, Mehrzweckjäger, warum nicht? Ich habe mich jetzt hier für die rechte Seite entschieden, bis zur F-84F. Einfach aus dem Grund, weil hier könnte ich dann noch die Bomber mitnehmen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, welche von den beiden Reihen besser ist, aber ich bin jetzt erstmal hier soweit. Das ist das eine. Bei den Briten habe ich mir gedacht, nehme ich dann die schweren Jäger mit. Und, ja gut, Spitfire ist halt richtig super, aber wie gesagt, ich habe halt bei den Russen schon solche Jäger. Und ich will da nicht schon wieder das gleiche spielen. Momentan, ich will nicht sagen, die Luft ist raus, so ein bisschen. Es ist auch die falsche Formulierung. Ich würde schon eher sagen, wisst ihr was, ich schnappe jetzt einfach mal die Jagd 1M. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch knapp 20.000 Erfahrungspunkte. Ja, ungefähr 22.000 bis zur Jagd 3. Ja, ich habe die jetzt noch nicht wieder gespielt. Ich habe jetzt wirklich die letzten Tage mal ein bisschen mit den Briten und den Amerikanern gespielt, um einfach die Flugzeuge hochzuziehen, damit ich dann gleich morgen die benutzen kann. Schnappen wir uns doch mal die Jagd 1M hier. Und was die Aufträge angeht, ich glaube, einmal muss man 300.000 persönliche Punkte mit einer Nation erspielen. Ich weiß jetzt nicht, welches war. Einmal dann 200 Flugzeuge abschießen. Und ich glaube, man hat dafür 14 Tage Zeit. Und das dritte war, ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber das sieht schon nach einer Menge Arbeit aus. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Ja gut, man bekommt dann halt noch Zubehör, wenn man die Einzelmissionen abschließt. Wenn man alle drei abschließt, bekommt man, glaube ich, dann, wie hieß das Flugzeug? Bofighter 5, glaube ich. Tierstufe 5, Flieger und drei einzigartige Vorratskisten. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, aber ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Dann werde ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr spielen. Das könnte echt schon schwierig werden. Vor allen Dingen, ich spiele jetzt in letzter Zeit auch, ja, ich will nicht sagen mehr World of Tanks, aber hin und wieder. Und wenn man das halt, die Zeit, die man hat, noch aufteilen muss zwischen zwei Spielen, dann ist das halt nicht unbedingt so, ja, geht das, dann dauert das alles doppelt so lange. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir schicken erstmal alles. Ah ja, schon wieder falsche Taste gedrückt. Verdammt, das ist F2, nicht F4. Liegt mal dahin. So, okay. Und mal die Jagd 3RD. Habe ich jetzt auch noch nicht wieder gespielt. Einfach, weil ich halt die anderen Flieger freischalten wollte. Und ich habe jetzt knapp 1,3 Millionen. Die Flieger haben jetzt ein bisschen was gekostet. Ich hatte, glaube ich, 1,7. Und gut, aber ich werde jetzt bei den anderen Nationen dann auch, glaube ich, auf Tierstufe 4 bleiben. Das hat mich auf jeden Fall ein paar freie Flugzeugplätze gekostet. Muss ich das mit der Zeit auch mal nachholen. Aber wie gesagt, wenn immer so Events sind, dann sind die eigentlich immer ab Tierstufe 4. Das ist natürlich extrem schlecht. Weil dann die Motivation irgendwie, irgendwas zwischen Tierstufe 1 und 3 zu spielen, ist halt sehr, sehr, sehr niedrig. Oder halt ist dann ein bisschen, ja, nicht hilfreich. Ich würde mal sagen, ja, wir fliegen jetzt mal in die Mitte. Ich könnte mal Unterstützung gebrauchen. Das Spiel hat mich in letzter Zeit wirklich ein bisschen frustriert. Ich hatte jetzt so viele Gefechte, wo ich Erster, Zweiter, Dritter geworden bin, aber
ich habe immer mit meinem Team verloren. Oder so Sachen, man spielt hier halt mit der Jak 1M, mit so einem kurvenkampfleichten Jäger und der Gegner hat irgendwie zwei menschliche Bomber im Team. Dann hat man echt schon schlechte Karten. Weil man kann dagegen nichts machen. Was ja auch irgendwie klar ist, weil es gibt unterschiedliche Flugzeugrollen. Aber trotzdem ist das doch schon ganz schön nervig. Das war jetzt aber easy, hier die alle wegzunatzen. So, gucken wir mal, ob wir dich kriegen können. Ich habe jetzt auch gar nicht... Oh, verdammt. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, das kommt dann auch wieder. Und natürlich wieder Spitfire. Spitfire, Spitfire, Spitfire von früh bis spät. Das ist unglaublich. Teilweise ist auch wirklich das Problem, wenn man dann spielt. Vielleicht liegt es auch mit an den Bots. Gerade dann, wenn der Gegner irgendwie zwei menschliche Bomberpiloten hat und man selbst irgendwie gar keinen und solche Geschichten, dass man dann halt in so einem Jäger, man kommt da halt nicht dran. Gut, man kann die Bots hinschicken, um die anzugreifen. Aber ich kann eigentlich schon sagen, wenn das Szenario auftritt, dann hat man das im Prinzip schon zu mindestens 75% der Fälle verloren. Und deswegen, ich denke mir einfach, dass mit dem Matchmaking könnte dann doch ein bisschen besser laufen. Ein bisschen cleverer sein und mehr, ja, das mehr mit einbeziehen, wie viele Bots damit im Spiel sind, um das dann auszugleichen. Dass zumindest versucht, die Flugzeugtypen gleichmäßig gegenüberzustellen, solche Sachen. Aber gut, wie lange dauert das die Wartezeit auf ein Match? Das ist dann halt die große Frage. Könnte ein bisschen länger dauern. So, den Ground Attacker werde ich da jetzt, glaube ich, nicht angreifen. Die Spitfire muss weg. Ui, das war knapp. So, endlich. Die Spitfire muss weg. Es fühlt sich immer gut an, eine Spitfire abzuschießen. Das ist das Positive daran. Oh, hallo, du hast nichts mehr. Dann kann ich da mal nachhelfen. Wunderbar, und das sieht so aus, als ob wir das gewinnen werden. Und auch was die Mehrzweckjäger angeht bei den Amerikanern und die schweren Jäger bei den Briten. Das ist... Ich stelle mich da momentan nicht so gut drin an. Einfach auch aus dem Grund, ich weiß noch nicht so richtig. Ja, ich weiß eigentlich schon, wie ich die spielen soll, aber ist halt schwierig. Wenn man sonst nur hier leichte Jäger spielt, Kurvenkampfjäger und dann sich auf einmal einen schweren Jäger setzt, dann könnt ihr euch das ja vorstellen, wie das dann am Anfang ausschaut. Eher nicht so toll. So, aber es gibt auf jeden Fall weiter Updates und ich spiele es auch weiter. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt auch ein bisschen World of Tanks nebenbei noch spiele, dauert das halt noch ein bisschen länger. Und dann habe ich ja auch noch meine anderen Projekte und so. Das ist halt alles, da ist schon wieder diese verdammte Spitfire. Aber ich glaube, wir versuchen es erstmal bei dir hier. So, das könnte natürlich gleich ein Problem werden. Ja, nein. Ich fliege auf jeden Fall nicht frontal auf eine Spitfire zu. Und am besten auch nicht in den Berg rein. Oh ja, jetzt habe ich ein Problem. Oder... Kann zumindest mitdrehen. Oder auch nicht. Verdammt, Pilot ist verletzt. Ich muss das jetzt anders machen. Cool. Abgeschossen. Da habe ich doch wirklich Hilfe bekommen.
Das ist ja echt mal überraschend. So, was haben wir hier? Da kommt schon ein kritischer Treffer hier. Einmal Flügel kaputt. Irgendwas. So, dich hätten wir dann auch. Zu dir komme ich, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Nein, das wird vermutlich nicht reichen. Und da haben wir schon gewonnen. Bin sogar Erster geworden. Wow. Okay. Was ein bisschen nervig ist momentan. Ich brauche für einen Auftrag für die Vampire F.1 eine Auszeichnung. Für die, ich glaube, eine Auszeichnung, für die man 14.000 Punkte braucht. Und das ist, bisher hat das noch nicht funktioniert. Okay. Immerhin ein bisschen plus. Ich habe jetzt mal wieder Premium-Zeit. Ich hatte jetzt, es ist echt toll. Also, ich weiß nicht mehr wirklich, was ich sonntags aus den Kisten rausbekomme. Warum nicht? Weil wenn ich eine Kiste öffne, dann kommt dieser blaue Bildschirm von dem Himmel, wo eigentlich die Kiste runterkommt. Und dann stürzt das Spiel quasi ab. Dann logge ich mich wieder ein. Und man kann das leider, glaube ich, nicht nachschauen. Nein, das zeigt er auf jeden Fall nicht an. Aber da müssten auf jeden Fall 200 Gold und 3 Tage Premium drin gewesen sein. Deswegen habe ich jetzt auch wieder 3 Tage. Und ich habe jetzt irgendwie noch für so einen schweren Jägerauftrag abgeschlossen. Habe ich nochmal 50 Gold für bekommen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Jagd 3 RD. Warum nicht? Die habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Was die Punkte angeht, bin ich da halt noch ein bisschen unentschlossen. Ich habe jetzt erstmal hier voll auf Beweglichkeit gesetzt. Und ich würde wirklich sagen, der Rest, ja gut, das ist dann Motorguru und das. Die Frage ist nur, packe ich erst da was rein und dann da was rein oder da und da und dann da? Wäre wahrscheinlich besser, wenn ich erst die beiden hier nehme. Was würdet ihr denn dazu sagen? Triebwerksschub ist auf jeden Fall super, das wären dann insgesamt 10 Punkte, das wären 14, 15. Aber gut, bis ich dann wirklich so viele Punkte habe für den Piloten. Das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie, na gut, wenn ich jetzt dann den Auftrag für die russischen Flieger habe, dann kann ich natürlich die Jagd 3 RD nehmen. Aber ich spare mir die so ein bisschen auf, immer dann, wenn ich mal keine Credits mehr habe und ich brauche jetzt mal eben so 3 Millionen, 2 Millionen, wie auch immer, dann spiele ich halt die ganze Zeit die Jagd 3 RD, bis ich die Knete habe. Und dann spiele ich wieder was anderes. Also im Prinzip ist das mein Credit Grinder. Wobei Credit Grinder würde ich jetzt auch nicht unbedingt so sagen, weil mit einer 23mm Kanone macht man jetzt nicht unbedingt so viele Punkte. Ich bin mal echt gespannt, wie das bei der Bowfighter 5 wird. Bowfighter 5 oder V? Ich glaube 5, oder? Wie die Leute spielen werden. Und die werden sich wahrscheinlich wieder alle nur auf die maximalen Punkte stürzen und generell hier das, wie man die Punkte erobert und so, das komplett vernachlässigen. Und das ist jedes Mal so nervig. Ich glaube, ich fliege erstmal dahin. Und ich sag, oder ich behaupte nach wie vor, dass, Moment, wir schicken erstmal ein, schon wieder der gleiche Mist. Ich hab's genau falsch rum. So. Einmal das, dann würde ich jetzt gern nochmal ja, ich könnte mal ein bisschen ich bin jetzt hier echt alleine. Oh, ich will da aber nicht als Erster reinfliegen. Nee, das könnt ihr mal knicken. Ich drehe hier erst noch mal eine extra Runde. Bis da irgendwer anders zuerst reinfliegt. Also ich muss nach wie vor sagen, dass Tierstufe 1 bis 4 gefällt mir am besten, weil man hat da als ja, weil da machen die einzelnen Flugzeugklassen noch nicht so wirklich den Unterschied aus. Später hat man dann wirklich ein Problem, wenn man beispielsweise auf Bomber trifft oder so. Na komm schon.
Von Tierstufe 1 bis 4 kann man alleine noch eine Menge reißen. Ah, ab 5 würde ich sagen, fängt es langsam an zu kippen. Und ja, Tierstufe 6. Da wird es schon ein bisschen eklig. Und es ist wirklich so, je höher die Tierstufe, desto schneller wird das Spiel, desto schneller wird man ausgeschaltet. Und das weiß ich nicht. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Ich hatte super viel Spaß bei den russischen Jägern von Stufe 1 bis Stufe 4. Stufe 5 fand ich noch ganz okay. Ja, ist so ganz okay. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch hier mit der Jag 1M, wenn es da schlecht läuft und man verliert, da macht man schon Minus, wenn man kein Premium-Konto hat. Und das ist halt... Minus ist keine große Motivation. So. Den gehen wir den IL, lassen wir erstmal links liegen. Ich hätte gerne dich. Na komm schon. Das Ding ist so wendig. Das ist so gut. Mit dir. Autsch. Könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Könnte echt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Können natürlich auch einfach mal einen Flügel wiederherstellen. Ach nein! Mann! Kann ihn nicht out... Ja, das funktioniert nicht. Diese KI, diese ganzen KI-Flieger oder Key-Flieger, die kann ich nicht outturnen, egal in welchem Flieger ich sitze. Keine Chance. Gut, da war jetzt der Flügel kaputt, das habe ich zu spät gesehen. Sieht ja eher ein bisschen mau aus bisher. Aber ich habe jetzt wirklich seit einer Woche oder so Jag 3RD auch gar nicht mehr gespielt. Das bietet sich das natürlich wunderbar an, direkt im Let's Play das erste Gefecht mit dem Ding zu machen. Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Ja, toll, jetzt haben sie das eingenommen. Das ist natürlich super. Bombe. Ah, komm, komm, ja, komm, wir probieren es mal. Hat ja eigentlich nicht mehr so viel. Sollte aber versuchen, irgendwie nicht von dem Schützen aufs Korn genommen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob der Bomber wirklich Schützen hat. Gut, aber so einen angeschlagenen Bomber kann ich auch schon mal erledigen. Das ist kein Problem. Wir müssten eigentlich den Punkt einnehmen. Ach, wisst ihr was? Ich flieg da jetzt doch mit hin. Was soll's. Na komm schon. 700 km/h. Fast 800. Ist schon okay. Auf jeden Fall. So. Dich hätten wir dann auch schon mal erledigt. Da fehlt nicht mehr viel. Jetzt komm schon. So. Ansonsten fliegt hier gerade nichts mehr rum. Das ist natürlich schlecht. Ah, da fehlt nur noch so ein bisschen. Gibt es da unten irgendwas? Ah, jetzt haben wir es endlich eingenommen. Alles klar, gut. Ansonsten, die fliegen alle in die Mitte. Warum fliegen die nicht nach außen und nehmen die Punkte ein? Wenn die ganzen Gegner in der Mitte sind, dann fliegt man nach außen, wenn man zurückliegt und nimmt die anderen Punkte ein. Würde ich einfach mal so sagen. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Oder auch nicht, oder doch. Na gut, das ist halt doof. Alleine geht das halt nicht.
bin ich kein Fan davon, das allein zu machen. Boah, das ist ja, da ist ja eine Menge rot. Ja, genau. Und danke. Was ist denn momentan hier? Oh Gott. Das war natürlich überhaupt nicht über den Punkt. Und jetzt hat es den Motor dahin gerafft. Okay, du bist auf jeden Fall der Falsche. Aber ein Tornado. Ja, toll. Da kommt was von der Seite. Oh, mein Motor. Ist nicht so gut. Ja. Verdammt. Okay, das haben wir dann wohl verloren. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Punkte gemacht, aber generell das Problem war wirklich, die sind immer in die Mitte geflogen. Warum fliegen die nicht zu den äußeren Punkten und nehmen die Punkte ein? Selbst wenn die Gegner dann stärker sind, dann können wir vielleicht doch aufgrund der eingenommenen Punkte wirklich gewinnen. Das wäre doch mal eine Idee. Nur mal so ganz nebenbei. Da muss man gar nicht gut für spielen können oder so. Ich bin selbst nicht gut in dem Spiel, aber mal so ein bisschen hier. Hirnschmalz. Ja gut, ich mache hin und wieder natürlich auch Blödsinn, ganz klar, aber irgendwie, so wie es jetzt hier läuft, das ist halt Standard. Ich kann mal kurz gucken. Es waren hier auf jeden Fall eine Menge menschliche Spieler dabei, aber die sind halt. Es klappt mehr besser mit. Es klappt besser mit Bots. Was soll der Blödsinn? Ja, so sieht das halt in letzter Zeit immer aus. Gut, ich war halt relativ schlecht, eben auch, weil ich den Flieger jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe, aber trotzdem. Wenn man halt mit dem Flieger nicht gut spielen kann, dann kann man sich ein bisschen auf die Punkte konzentrieren und sich sagen, hey, welche Basen, wenn ich schon nicht irgendwie hier Spezialistflieger kaputt schießen kann, irgendwelche Spitfire mit Spezialistausbildung, die alles abschießen, dann könnte man sich mal aufteilen und die Punkte einnehmen, weil dann kann die Spitfire allein auch nicht mehr allzu viel machen. Nur mal so ein Gedanke. Ich reg mich da ein bisschen drüber auf, aber ist es wirklich so? Das ist so frustrierend. Ja, ich hätte jetzt noch sagen können, hier, flieg dahin, flieg dorthin, mach das. Aber ganz ehrlich, da hält sich keiner dran. Und ihr seht, plus 64.000, minus dem Zeug, aber minus das da abgezogen. Das ist schon okay, auf jeden Fall okay. Gut. Gucken wir uns noch mal kurz das hier an. Ja, wie gesagt, einer hat hier über 10.000. Ja, war eher unterdurchschnittlich. Na gut, ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das nächste Video wird halt wieder ein bisschen dauern, vor allen Dingen, weil ich dann erstmal das Event mitmache. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.